Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unseren Tourvlog-Kanal. Unsere Tour geht weiter zum Campingplatz Riva Bella Naturist. Aber vorher machen wir noch einen kleinen Abstecher an den Strand von Tor Diana. Dazu aber in einem anderen Video. Der Campingplatz Riva Bella zeichnet sich durch seine einzigartige Strandlage aus, die wir auch genutzt haben, zum Chillen, Schwimmen und Schnorcheln. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und denkt daran, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Euer FNKW Tourvlog. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, auf Riva Bella Naturist mit einem Camper oder einem Wohnmobil oder einem Zelt zu übernachten, hat man auch die Möglichkeit, sich mobile Homes zu mieten, die direkt an der ersten Reihe vom Strand stehen. Wir hatten einen wunderschönen Stellplatz, wunderschön gelegen, schattig. Wir hatten maximal 50 Meter bis zum Strand und 40 bis zum Waschhaus. Hast du eben auch wieder gemacht? Hier kann man sich anmelden im Spa-Bereich. Für den Spa-Bereich. Gleich neben dem Supermarkt. Supermarket. Wie ihr von meinem ersten Video wisst, waren hier die Waschmaschinen. Und ihr wisst ja, wie das aussah. Das ist alles neu gemacht worden, sogar mit Bügelstation. Hier kannst du bügeln. Das ist super, super, gefällt mir wirklich. Also vorher sah es ja chaotisch aus. Müsst ihr mal auf mein Video gucken. Und da war der Spielplatz sowie da oben das Gymcenter. Natürlich darf man nicht vergessen zu erwähnen den Spa-Bereich, der im hinteren Teil des Campingplatzes liegt. Hier kann man wunderschöne Massagen, Anwendungen und sonstiges buchen, was wir dies Jahr natürlich nicht genutzt haben. Aber dafür haben wir die Sauna, die im vorderen Bereich vom Restaurant steht, einmal besucht. Es war schön. Ein Traum am frühen Morgen, so aufzustehen. Mit Blick im Spiegel vom Meer und der Sonne. Sneak duschen. Kann man auch nochmal duschen? Das ist der totale Meerblick, den man am Morgen hat. Hat man hier einen Geschirrspüler, Abwaschbecken. Das sind hier nochmal WCs. Ja, ja. Das sind nochmal Abwaschbecken und hier kann man seine Sachen noch mal ein bisschen waschen. Naja, nicht gerade sauber. Hm.
Hier sind noch ein paar WCs. Also hier die Außenduschen, wenn man vom Strand wiederkommt. Sowie die Waschbecken für Wäsche und noch ein paar für morgendlichen. Für die morgendliche Wäsche. Und das ist der absolute Stellplatz. Der beste Stellplatz im ganzen, auf dem ganzen Campingplatz, der bis jetzt belegt war, der direkt mit Meerblick ist, was man abends nicht sehen, aber ich werde wahrscheinlich noch mal vormittags noch mal filmen, um euch das noch mal zu zeigen. Es ist ein Hammerplatz hier. Und das ist alles FKK-Strand. Von da hinten bis hier vorne hin, so weit wie das Auge reicht. Bis dahinter. Und was schön anzusehen waren, waren die kleinen Fischlein, die immer schön in die Beine beißen wollten. Die schwamm immer um deine Beine herum, egal wo man hingeschwommen ist, sie waren immer da. Aber das waren auch die einzigen Fische, die wir gesehen haben. Leider. So, 12 von 14 Tagen sind wir schon hier auf Korsika. 2 Tage haben wir noch und dann gibt es unsere Fähre. Wir genießen die 2 Tage noch hier auf dem Campingplatz Rivabella. Beim ruhigen Seegang oder auch nicht. Oh oh, oh oh, oh. Naja, war eine kleine Welle. Jetzt. Nach so einem schönen Strandtag auf Korsika haben wir uns endlich verdient. Das leckere Bier von der Inselbrauerei Rügen. Prost auf euch! Mmh. Lecker! Jetzt läuft aber. Ja. Jetzt hast du ein Video. Geht schon 6 Sekunden lang. Super! Kerstin! So, wir befinden uns hier auf Rivabella. Das ist der Campingplatz. Und das sind die ganzen Mobile, die hier stehen. Das ist eine vordere Stellplatzportion am Meer. Und wir reisen morgen ab. Deswegen. Da vorne sind die Mobilheime. Da ist nochmal ein Waschhaus. So, hier können Zelte parken. Dann Wohnmobile, Busse, LKWs, die da drüben, da LKWs, ja, Feuerwehr oder was es alles so gibt. Super, sieht aus.
So, wir gehen jetzt Lamas füttern. Dazu nehmen wir die Möhren mit. Bitte schön. Und die Zucchini. Weil wir reisen morgen ab. Wir brauchen das nicht mehr. Und wir füttern jetzt die Lamas damit. Und jetzt gehen wir mal los. Gibt mir mehr. Ja, komm. Was muss denn sein? Da gehst du nicht ran. Ah,